Mike Capela Rodriguez aus der Dominikanischen Republik. Ich rufe seinen Gegner in die jetzt in den ersten sechs Kämpfen sehen wir quasi die Amateurkämpfe. Ich habe gerade mit Mike Capela angesprochen. Heute ist sein erster Kampf. Ich kann mich noch an meinen ersten Kampf erinnern. In Ternitz, das war ja nicht nur Spannung pur, sondern es kommt einfach dieser Nervenkitzel hoch, diese Aufregung am Anfang, die dich dann hoffentlich vor diesem phänomenalen Publikum zu Höchstleistungen treibt. Ja, also wir sind gespannt. Da ist er, Enes Asi, rote Ecke. Alle Amateurkämpfe sind angesetzt auf die Distanz von 3x2 Minuten, also 3 Runden je 2 Minuten. In diesem Fall werden wir 3 Runden sehen, wie im Amateurboxen üblich, wie im olympischen Boxen, die je 2 Minuten gehen. 2 Minuten ist man normal nur gewohnt aus dem olympischen Boxsport bei den Frauen. Da ist es auch so, dass die 2 Minuten kämpfen, die Männer normal 3 Minuten, in diesem Fall aber auch 2 Minuten bei den Männern. Austrainiert hier Enes Asil. Starker Körperbau. Man wird sehen, ob ihm das auch im Kampf helfen wird. Die Gefahr immer, wenn man sehr viel Muskelmasse hat, vor allem im Boxsport, dass man, ja, vor allem wenn man sich vorausgab in der ersten Runde, dass man irgendwann übersäuert, aber man wird sehen, wie Enes Asil damit umgehen kann. Auf jeden Fall nicht Bodybuilder-mäßig, sondern eher austrainiert und wenig Körperfett. Wir starten rein, erste Runde. Okay, Mike Capelan wirkt etwas beweglicher als Enes Asil. Enes Asil durch die Muskeln natürlich nicht der beweglichste. Jetzt am Ringseil. Mike Capelan ist auf jeden Fall jetzt von meinen ersten Eindrücken her der Mann mit der größeren Reichweite und versucht hier auch über die lange Distanz seinen Gegner irgendwie auf Distanz zu halten. Auch schöne Doppeldeckung von Mike Capelan. Jetzt im Infight, er sollte ihn eher auf Distanz halten. Das würde ihn hier mehr bringen, anstatt in den Infight mit ihm zu gehen und einen blöden Treffer vielleicht zu provozieren. Ja, schöner Leberhaken, aber geblockt von Asil. Er sollte anboxen. Ja, ist wieder im Clinch. Aber beides sehr fair, keiner schlägt im Clinch, keiner versucht irgendwie mit wilden Schwingern den Gegner irgendwie zu überraschen. Deswegen Step Back und weiter geht's. Jetzt muss er was machen. Mike. Ja, schöner Leberhaken und oben abgeschlossen mit dem rechten Haken und beide im Ziel. Die hat auf jeden Fall Wirkung gezeigt, denke ich, und auch Respekt. So, jetzt wieder schön, aber jetzt ist, glaube ich, Enes Asil durchgekommen. Wieder schöne Gerade im Ziel. Und die erste Runde ist bereits vorbei. Ja, das sind 2 Minuten, meine Damen und Herren. Das geht schnell. Ja, viel Erfolg, gell? Erste Runde aus meiner Sicht klar an Mike Capelan aus der Dominikanischen Republik, weil er einfach die klareren Treffer setzen konnte, hatte die Ringmitte, hat Enes Asil hier am Ringseil teilweise auch gestellt.
und eigentlich wenig bis nichts anbrennen lassen. Also bis jetzt solide von Mike Capela. Und wir starten rein in die zweite Runde. Wenn Enes Asil hier auf jeden Fall in dem Kampf was erreichen will, muss er die Distanz schnell überbrücken. Er ist der kleinere Mann, er ist leicht untersetzt und hat auch Reichweitennachteile. Deswegen versucht er jetzt gerade hier wie Mike Tyson mit einem Pique-Pau-Style irgendwie die Distanz ruckartig zu verkürzen und mit Schwingern und mit Körperhaken das ins Ziel zu kommen. Ja, aber Mike Capelan ist natürlich versucht konzentriert zu bleiben, versucht geschlossen zu bleiben und wieder mit einem wunderschönen Haken, da war Enes Asil wieder offen. Ja, hier schöne Doppeldeckung von Mike. Ja. Jetzt hat er mal Enes Asil einen Führhand getroffen. Versucht er immer abzurollen, Enes Asil, und irgendwie die Distanz schnell zu verkürzen. Aber was Mike Capelan macht, er will hart treffen. Er merkt, es ist hier auch in der zweiten Runde einiges drin für ihn, aber er sollte nicht aus der Doppeldeckung gehen. Weil die Hand war jetzt schon ziemlich weit unten. Jetzt auch wieder, aber er trifft zum Körper. Dreh dich weg. Okay, er wartet. Ringrichter schreitet nicht ein, aber es geht weiter. Ja, jetzt einmal ein paar, also viele Schläge gefehlt, aber auf jeden Fall eine gerade war drin, eine rechte von Enes Asil. Aber zweite Runde aus meiner Sicht wieder an Mike Capelan. Macht das Ganze nicht so unklug, macht es smart gegen Enes Asil. Aber es sollte aktiver sein und im Endeffekt nicht mit wilden Schwingern reingehen, sondern vielleicht den Gegner verfolgen, ja, und ihm einfach den Weg abschneiden und dann einfach den Gegner am Ringseil zu stellen. Aber dann konzentriert schlagen und nicht irgendwie wild um sich schwingen, wie hier zum Beispiel. Aber hier auch der Körpertreffer im Ziel. Also das war nicht so schlecht. Hier die Gerade von Enes Asil, der im Ziel landen konnte. Letzte Runde, dritte und letzte Runde. Für mich aktuell Vorteile bei Capelan aus der Dominikanischen Republik. Wir schauen rein in die dritte und letzte Runde. Hier Handshake noch einmal fair und jetzt geht weiter. Ja. Jetzt beide riskant. Haben in die Schläge des anderen reingeschlagen. Vorsicht auf die Köpfe. Nicht, dass irgendeiner noch einen Cut bekommt durch einen Kopfstoß. Das kann immer nervig sein. Er ist wieder schön ausgewichen von Capelan. Er versucht, die Distanz zu verkürzen. Asil aber jetzt eine wunderschöne. Und ich glaube, das soll es gewesen sein. Aber er rettet sich noch in den Clinch. Auf jeden Fall eine sehr schöne Aktion. War wirklich 3-4 Schläge hintereinander im Ziel. Also das hat auf jeden Fall Wirkung gezeigt. Jetzt die Schulter verletzt. Er muss nachsetzen. 30 Sekunden noch im Kampf. Er kann es für sich entscheiden, auch via K.O. Wenn er es will. Jetzt nachgehen, eben Weg verkürzen, Weg abschneiden.
wilde Schlägerei fast schon jetzt von Enes Asil. So, die letzten 10 haben wir. Passiert noch was? Wilder Schwinger wieder. Okay, 3. Und vorbei. Die letzte Runde auf jeden Fall die spannende. Wunderschöne Aktion noch zum Ende von Capellan Rodriguez. Da hat auf jeden Fall das Publikum und ich denke auch die Punkterichter von sich überzeugt. Jetzt will ich nochmal die Aktion sehen. Sieger des Kampfes auf Punkt und die blaue Hier, boom. Wunderschön. Für seinen Gegner Enes Asil.